Verschwörungstheoretiker, aufgepasst. Dieses Duo hatte Österreich 20 Jahre lang im Griff, Bröll und Häupl. Und vor Bröll, da war ein gewisser Ludwig und nach Häupl ist auch ein gewisser Ludwig. Das kann kein Zufall sein. Nahm Ludwig seine Wahl mit Demut an? Ja! Wickel, ja, Wickel, 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 Wickel. Gratuliere, Wickel. Ja, das muss er noch beibringen, ne? Demut. Demut ist wichtig. Demut und Demütigung sind relativ nah beieinander. Aber, wurscht. Ich meine, das war ja logisch, dass auf dem Mann ein Michel, ein zweiter Michel kommen wird. Ne? Was ich persönlich davon halte, ist auch wieder egal. Ne? Wie es in der Zukunft wird, weiß ich nicht. Da müssen wir zu Urania gehen. Ne? Also, Astrologie ist ein Kasperltheater. Aber jetzt sagt er mir in der Urania um, der steht. Doch, das geht alles dir. Das geht alles und zwar nicht nur die 70.000 Wohnungen, die du eigenhändig mit deinen bloßen Händen gebaut hast, sondern auch alle anderen. Und jetzt schaust du in meine Zukunft mit dem Fernrädel da, oder? Nein, mit dem Fernrädel schauen wir prinzipiell nur in die Vergangenheit. Die Zukunft schaust du mit einer VHS-Kassette, die da vors Hirn schnallst. Ja, das ist ja arg, aber was sehe ich denn da? Moment einmal, was steht da? Die Zukunft meines Gegenkandidaten vom Schieder Andi? Na, schauen wir mal. Ja, in die Zukunft schauen wir am besten mit einem Fernrohr. Ich bleibe also Clubobmann in Zukunft, aber nicht vom Parlamentsclub, sondern von meinem liebsten Fußballclub. Der Andi Schieder ist Rapider. Ich spiele euch ganz hinauf. Alter, das heißt Rapidler. Ja, da, wenn du Firma gabbelst, ja? Wirst du das vielleicht. Okay, kann ich. Eins, zwei, drei. Alter, nicht einmal Firma, naja, wurscht. So, ein Leiberl kriegt er und Abgang. Das ist ja Wahnsinn, der hat das nicht geschafft, jetzt schau auf meine eigene Zukunft. Was wird mit mir? Was? Wieso ist das weiß? Was ist da los? Bin in eine Lawine gekommen? Was ist denn da? Moment, langsam. In Niederösterreich haben wir noch kein Breitband. Da dauert das Video-Loverladen ein bisschen länger. Wieso ist die Mikkel Leitner mit mir zusammen in der Zukunft? Was soll das? Weil wir zwei in Zukunft die Achse sind, die Österreich im Griff hat. Mikkel Leitner ist das neue Duo. Und uns kann wurscht sein, wer unter uns Bundeskanzler ist. Oder sogar Kommissionspräsident in der EU. Servus, grüß dich, mein Lieber! Ja, das ist ein kleines Land Niederösterreich, hast gewonnen, ne? Ja, wir sind dreimal so groß wie Luxemburg, ich sag's nicht. Ja. So, du bist jetzt der Schattenkanzler, ja. Ich habe gehört, ihr habt Probleme mit den Nazis. Ah, nein, ja. Das haben wir alles im Griff, spürst du das? Ja, ich bin richtig stark, keine Probleme. Das ist ja nur Lausbo, der war 11 Jahre alt damals. Ja, Ich sehe das anders. Hinter mir sehen Sie einen Auszug aus diesem Lied mit den Nazi-Termini. Und ich darf das gar nicht laut vorlesen, also ich nicht einmal leise. Darf. Das ist Wiederbetätigung. Sie haben soeben Nazi-Kram im Fernsehen publiziert. Entschuldigung, Herr Landbauer. Also ich habe da jetzt nur einen Auszug aus dem Liederbuch von Ihnen, von den Germanen gezeigt. Das ist ja. Was wollen Sie mir da unterstellen, dass ich damit was zu tun hätte? Bitte, ich habe sogar Migrationshintergrund. Meine Mutter ist Perserin. Ja, Entschuldigung, meine Mutter ist Tirolerin, ne? Aber Entschuldigung, machen Sie sich nicht. Kläglich. Wussten Sie, dass Menschen, die die Unwahrheit sagen oder irgendwas verbergen wollen, auffallend mit den Augen blinzeln? Wussten Sie das so wie Sie soeben was verbergen? Willst du sagen, dass ich lüge? Willst du meine Ehre verlassen als Perser? Du bist Rassist vor der Satisfaktion. Masse!